Nach dem besten UAC-Server habe ich mich nun auf die Suche gemacht auf den besten 1 vs 1 Server. Danke an Pume für die Empfehlung von den stimo.de Server. Und dieser Server hat nicht nur 1 vs 1, sondern auch ein paar andere Modis. Also gönnt ihm ein paar User und wir fangen direkt an. Abonniert jetzt meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um die 4000 Abonnenten zu erreichen. Und lasst unbedingt jetzt 40 Likes da, um einen weiteren Teil von dem besten Server zu sehen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Als allererstes haben wir die Lobby. Die Lobby ist tatsächlich sehr groß. Es hat mich jetzt nicht auch gewundert. Und zwar bei der Lobby ist es halt so. Du bekommst sozusagen, du wirst TP und du siehst direkt eine Chest. Und die Chest ist sozusagen dafür da, dass du sozusagen Keys einlöst. Und direkt nebenan hast du den Woolblocks Minigame. Das kann ich leider nicht zeigen, weil da leider keine Spieler da waren. Leider, schade. Und was auch geil ist, ist sozusagen der Daily Rewards. Sozusagen, du kannst täglich Coins gewinnen. 10 Coins, wie auch immer. Wenn du 10 Coins hast und einen Tag später hast du dann 20 Coins. Damit kannst du Dinge kaufen und ja, das ist ganz interessant. Dazu natürlich macht der Server natürlich sehr viel aus, wegen 1 ist 1. Get Down hat es zum Beispiel auch. Gun Games und so weiter. Und ja, das ist die Lobby sozusagen. Und ich finde die Lobby ganz schön. Ist auf jeden Fall sehr gelungen und würde ich jetzt auch nicht meckern. So, als allerersten Modus haben wir den Gun-Game-Modus. Den Gun-Game-Modus war, wo ich aufgenommen habe, sehr viel los. Ist leider ein Server-Slayer-Problem wirklich die Spieleranzahl. Und das können wir auch gerne ändern, Leute. Also joint gerne drauf, wenn ihr Bock habt auf 1 vs 1, Get Down oder Gun-Games. Joint auf den Server, der hat echt viel Potenzial. Aber jetzt gehen wir wirklich mal, alles auf Gun-Games. Gun-Games ist genau, wie man sich Gun-Games wünscht. Du hast erstmal natürlich eine Holzaxt und musst dich, wie gesagt, hocharbeiten. Wenn du das Wasser berührst, bekommst du Schaden oder stirbst sogar direkt. Und das ist ein ganz einfaches Konzept. Wenn du einen Spieler killst, dann wirst du ein Level aufsteigen. Wenn du stirbst, dann verlierst du ein Leben sozusagen, wenn ein Level, das wieder zurückgesetzt wirst und immer so weiter. Das ist sozusagen eine Streak hast, sozusagen, das ist Gun Games und mehr kann man dazu auch nichts erzählen. So, jetzt kommen wir natürlich zum 1-1-Modus. Dieser Modus ist wirklich gut und wenn ich gut meine, dann richtig. Das Ding ist, du hast eine schöne Auswahl an Maps. Du kannst verschiedene Maps spielen. Du kannst jeden Spieler sozusagen, du kannst dein eigenes Kit erstellen. Du kannst nichts machen, wie du willst. Du kannst auch einfach von Spielern das Kit nehmen. Das ist auch ganz entspannt. Ja, dann kannst du sozusagen auch ein Kit erstellen. Du kannst zum Beispiel auch die Maps auswählen, welche Map du magst, welche Map du nicht magst. Und du kannst natürlich jederzeit meinen Spieler herausfordern. Wer zuerst natürlich schlägt, nimmt natürlich das Kit. Und die Maps waren ganz gut. Das Gameplay, ja, ist halt Bedrock. Ist ganz geil. 1 ist 1. Man kann auch Soup spielen. Das ist mir auch, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Und Soup macht auch richtig Bock. Wenn ihr Soup nicht so gut seid, dann ist es nicht schlimm. Aber ja, ihr könnt, wie gesagt, immer andere Kits nehmen. Ihr könnt, wie gesagt, Kits erstellen, ihr könnt One-on-Ones machen, ihr könnt mit Freunden spielen und das könnt ihr jederzeit machen, bis ihr keine Lust mehr habt. Das ist das allgemeine System. Es gibt auch Stats genau genommen und du kannst auch allgemein das Schwert entscharnen und kannst auch allgemein Effekte machen. Kannst auch alles einstellen, zum Beispiel, dass du keinen Schaden bekommst, dass du Hit-Delay machst, Hunger bekommst, Doppeljump, was auch immer, dass du jeden Hit One-Hittest. Du kannst sehr viel aus dem Kit machen, das ist das Geile an diesem One-on-One-Server. Deswegen hat es auch richtig viel Spieler, das meine ich ernst. Kommen wir zum letzten Modus, den ich zeigen konnte. Und zwar, das war MG Rush. MG Rush konnte ich jetzt nicht direkt zeigen, da waren leider gerade keine Leute da, mit denen ich spielen konnte. Aber bei MG Rush ist es halt wie bei jedem MG Rush Server so. Also es ist sozusagen, du hast einen Stick, du kannst ihn mehr herausfordern und so weiter. Das ist, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht erzählen. Und im Steam Server könnt ihr natürlich auch viel mehr sehen, wenn ihr natürlich mehr Leute sollen. Und Cores kann ich leider nicht zeigen, Get Down auch nicht. Würde ich gerne zeigen. Geht leider nicht, weil da keine Spieler gerade online sind. Ein Modus, den ich noch zeigen kann, ist sozusagen den Bild-FFA-Modus. Den konnte ich zeigen, weil da viele Leute. Bild-FFA-Modus ist halt, wie gesagt, ist sozusagen, du hast zum Beispiel Bedrock-Equipment und du springst halt runter und versuchst die Leute runter zu kicken oder zu killen. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Haut rein, euer Trinox und ciao!